Der Referenzwert ist ein äußerst wichtiger Wert, den du als Käufer kennen musst. Warum du ihn kennen musst, bevor du ein Angebot für eine Immobilie abgibst, erkläre ich dir in diesem Video. Was ist dieser Referenzwert überhaupt? Seit 1. Januar 2022 gilt eine neue Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer, der sogenannte Valor de Referencia. Bei einem Hauskauf musst du ja Grunderwerbsteuer bezahlen. Je nach Region ist die Höhe unterschiedlich. In den meisten Regionen wie Valencia, Catalunya ist es 10%. Vor 2022 wurde für die Berechnung dieser Steuer der Kaufpreis genommen. Also auf den Kaufpreis wurden dann die 10% berechnet. Jetzt muss man aber schauen, welcher Wert höher ist, also Referenzwert oder Kaufpreis. Denn es handelt sich beim Referenzwert um einen Mindestwert. Denn sollte der vereinbarte Kaufpreis höher als der Referenzwert sein, muss der höhere Wert als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer gewählt werden. Blöd ist nur, wenn der Referenzwert höher ist als der Kaufpreis. Denn dann bezahlst du 10% auf diesen höheren Referenzwert. Das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn du zum Beispiel 250.000 Euro für eine Immobilie ausgehandelt hast und der Referenzwert aber 350.000 Euro ist. Du zahlst also anstelle von 25.000 Euro 35.000 Euro Steuern. Wenn die Immobilie zum Beispiel sehr renovierungsbedürftig ist oder du ein Gutachten hast, das den Marktwert der Immobilie auf 250.000 Euro schätzt, hat man ganz gute Chancen, die Differenz später wieder von der Finanzbehörde zurückzubekommen. Aber zunächst muss man erstmal bezahlen und dann später schauen, ob du es in irgendeiner Form zurückerstattet bekommst und reklamieren. Wie wird dieser Wert überhaupt ermittelt? Er wird von der Generaldirektion des Katasteramts ermittelt unter Berücksichtigung aller durchgeführten Immobilientransaktionen in dem jeweiligen Kalenderjahr. Da die Notare bei einem Immobilienverkauf verpflichtet sind, unter anderem den Kaufpreis an die Finanzbehörde zu übermitteln und auch ans Kataster, weil das Katasteramt hat nicht Zugriff drauf, werden die Preise und die anderen Informationen herangezogen, um den Referenzwert zu ermitteln. Die Berechnung erfolgt jährlich und passt sich damit an die konkrete Wertentwicklung der Immobilienpreise in der jeweiligen Region an. Das heißt zwar noch lange nicht, dass im Beispiel oben das Haus 350.000 Euro wert ist, aber zumindest kann es ein Indiz sein, dass im Vergleich mit anderen Transaktionen in der Gegend die Immobilie eher in Richtung 350.000 Euro geht. Bevor du also ein Angebot abgibst, solltest du diesen Wert nachprüfen, um gegebenenfalls die höhere Steuerzahlung in deine Kalkulation mit einrechnen zu können. Jetzt zeige ich dir, wie du selbst von zu Hause aus diesen Wert findest. So, dazu gehst du erstmal auf die Hauptseite des Katasters, nämlich hier cvcatastro.gov.es und dann hier unten Valor de Referencia. Ja, das ist der Abschnitt, wo du draufklicken musst, um den Referenzwert zu befragen, zu finden. Wenn du sagst, oh, ich habe diesen, du brauchst, wichtig zu wissen, du brauchst die Katasterreferenz dafür. Wenn du sagst, oh, ich habe die aber gar nicht, dann muss entweder der Verkäufer dir die liefern oder du suchst sie einfach selbst, wenn du die Adresse kennst. Und dazu gehst du in diese Suchmaschine hier rein, Buscador. Und dann kannst du hier noch Straße, Nummer suchen. Ja, jetzt zum Beispiel, Barcelona, Stadt, Barcelona, Straße, Calderón de la Barca, keine Ahnung, 5, 9, mal gucken, ob es das gibt. Ja, das gibt's, genau. Und dann hast du hier, kannst du hier schon mal gucken, okay, ist es das Gebäude? Ja, das ist es, zum Beispiel jetzt, ja. Und dann schaust du, welche Wohnung deine ist und dann musst du gucken, zum Beispiel, keine Ahnung, du sagst, du hast die im ersten OG, PL, Planta Una, Primera, also im ersten OG, dann klickst du hier an und dann hast du diesen Katasterauszug für dein konkretes Objekt. Ja? Und hier oben ist die Referencia Catastral, die Katasterreferenz. Dann kannst du hier kopieren und dann gehen wir wieder zurück zur Hauptseite und in den Abschnitt Referenz, Valor de Referencia, Referenzwert.
Und hier unten hast du zum Beispiel die Referenzwerte für das Jahr 2023. Das wäre jetzt aktuell das Interessante. Und dann guckst du hier bei Consulta. Consulta de Valor de Referencia. Und hier kommst du jetzt auf eine Seite, wo du nur zugreifen kannst, wenn du dieses sogenannte digitale Zertifikat hast. In einem Video, was ich unten verlinken werde in der Beschreibung, habe ich dir erzählt, was es mit diesem digitalen Zertifikat auf sich hat und warum du es unbedingt haben solltest, weil es die Zusammenarbeit mit Behörden, diese ganzen Abfragen, die du von zu Hause aus online machen kannst, enorm erleichtert. Das ist ein digitales Zertifikat, das man sich kostenlos besorgen kann. Entweder machst es selbst oder du kaufst dir meinen Leitfaden dazu, den ich sehr günstig anbiete, wo ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie du zu diesem digitalen Zertifikat kommst. Ja, den Link dazu unten findest du auch in der Beschreibung. Also, ich zeige dir jetzt, wie das funktioniert mit diesem digitalen Zertifikat, weil ich habe natürlich eins und es ist hier auf meinem Computer gespeichert. Da klicke ich bei Certificado Digital. Und dann erkennt mich das System schon hier, ja. Aber ansonsten wäre so ein Pop-up-Fenster gekommen, wo du dein digitales Zertifikat anklickst und dann bist du hier drin in diesem Abschnitt. Jetzt, zu welchem Zweck möchtest du diesen Referenzwert haben? Dann sage ich hier zu dem Zweck der Besteuerung. Welchen Wert soll dieser Referenzwert haben? Zu welchem Zeitpunkt? Wir nehmen jetzt den aktuellen, 10. Oktober. Hier kommt dann automatisch ausgefüllt meine Steuernummer und hier fügst du die Katasterreferenz ein, die du vorne gesucht und gefunden hast und dann einfach nur noch Valor de Referencia anklicken und dann spuckt mir das System raus, dass dieses Objekt einen Referenzwert von 125.344,57 € hat. Wenn du jetzt das Glück hattest und dieses Objekt für einen Schnäppchenpreis für zum Beispiel 90.000 € zu erwerben, ja, also ein Angebot abgegeben hast, gesagt, oh, ich würde es gerne für 90.000 kaufen und du hast den Zuschlag bekommen, dann musst du nicht, dann hast du eben das Problem, dass du nicht 9.000 € an Grunderwerbsteuer bezahlen musst, sondern 12.534, ja, weil sich eben diese 10% in dem Fall Grunderwerbsteuer auf den höheren von beiden Werten bezieht, in dem Fall der Referenzwert. Solltest du jetzt aber zum Beispiel dieses Objekt für 150.000 zum Beispiel erwerben, dann musst du halt auch auf 150.000 die Grunderwerbsteuer bezahlen. Ja? Deswegen also ganz wichtig, dass du das vorher einfach anschaust, um später kalkulieren zu können, ob sich das Ganze lohnt oder gegebenenfalls auch nochmal einen gewissen Verhandlungsspielraum zu haben. Und dann kannst du hier nochmal anklicken und dann lädt ein PDF-Dokument sich herunter, wo dann eben dieses, also hier kannst du es runterladen, wo dann eben dieses Zertifikat nochmal in PDF-Format vorliegt und dann kannst du das dann abspeichern oder dem Verkäufer vorlegen und sagen, hör zu, schau mal hier, was jetzt mit diesem Wert, wie es da aussieht, ich muss da jetzt viel, viel mehr Steuern bezahlen, wir müssen mit dem Preis noch mal ein bisschen verhandeln. Ja, eine Option. Genau, das war's zum Referenzwert und wie gesagt, ein wichtiger Wert und es ist ganz, ganz einfach, dass du dir das selber heraussuchst. Das war wieder ein schönes Beispiel, wie wichtig und nützlich ein digitales Zertifikat in Spanien ist. Wenn du dir auch eins besorgen möchtest, kannst du meinen Leitfaden erwerben, der dir Schritt für Schritt erklärt, wie du dieses digitale Zertifikat von deinem Heimatort beantragen kannst.